Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal die außergewöhnlichsten Menschen der Welt an. Ich bin sehr gespannt. Komische Merkmale, krasse Merkmale, unglaublich wunderschöne Merkmale. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like, dann schaffen wir heute mal 834 Likes. Und nach dieser Geschichte wirst du feststellen, dass Schönheit völlig unterschiedlich sein kann. Selbst wenn deine Besonderheit überhaupt nicht deine Wahl ist. Hier ist zum Beispiel eine unglaubliche Geschichte von Buntida Chinavong aus Thailand. Das Mädchen wurde ohne Arme geboren und eines ihrer Beine ist viel kürzer als das andere. Buntidas Mutter war fassungslos. Die Ärzte sagten ihr, dass das Kind nicht einmal ein Jahr alt werden wird. Das Mädchen schaffte es aber nicht nur, ihren 20. Geburtstag zu feiern, sondern ist dazu auch noch zum TikTok-Star geworden. Sie macht Anleitungsvideos für Make-up, das sie mit Hilfe ihrer Zehen macht. Und Buntida macht es so gut, dass sie bereits 5 Millionen Abonnenten hat. Wow, da krank. Muss man einen ziemlich starken Rücken haben, um jeden Tag Brüste dieser Größe zu tragen. Nun, die US-Amerikanerin Allegra Cole scheint ziemlich viel Zeit im Fitnessstudio zu verbringen. Sie hatte aber nicht immer solch eine große Brust. Das ist nämlich das Ergebnis vieler Schönheitsoperationen. Allegras Brüste wiegen jetzt etwa 20 Kilo und auf ihren alten Fotos ist sie überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Auf die Frage: Bro, das sieht immer so aus, wie wenn früher als Kind habe ich mir immer so Luftballons einfach so drunter getan, hat jeder von euch mal gemacht, so wie so einen Bauch hat man oder so, wisst ihr, so man tut Luftballon oder das T-Shirt, oh, ich habe so einen dicken Bauch oder so, keine Ahnung, dann haut man dagegen und dann macht's bumm. So sieht das aus, ne? Aber wozu das alles, antwortet sie kurz und bündig, weil ich es will. Daran gibt es wirklich nichts auszusetzen. Ja, soll sie machen, wenn sie es glücklich macht, soll sie machen, ne? Jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Solange man niemand anders schadet, alles gut. Wichtiger Clip hier an dieser Stelle. Dieser alte Mann muss wohl ständig Nackenschmerzen haben. Leider weiß niemand, was es für eine Krankheit ist. Oh mein Gott. Man möchte allerdings glauben, dass er von liebevollen Menschen umgeben wird. Krass. Oh mein Gott, muss das wehtun. Das ist Marima Kiroa. Sie lebt in Kalifornien und ihr ungewöhnliches Aussehen hat sie nicht davon abgehalten, mehr als eine halbe Million Abonnenten auf YouTube zu bekommen. Sie Crazy. Wurde durch Beauty-Videos berühmt und beherrscht die Kunst des Schminkens sehr gut. Ihr Aussehen ist eine Folge der Entwicklung eines zystischen Hygroms. Früher unterzog sie sich vielen Operationen, um wenigstens etwas näher an die allgemein anerkannten Schönheitsstandards zu sein. Dann freundete sie sich aber mit anderen ungewöhnlichen Menschen an und ihr ist klar geworden, dass es besser ist, man selbst zu sein. Krass, Bro. Viele Abonnenten von Evita Del Mundo finden ihre Besonderheit sehr süß. Das war aber nicht immer so. Als Kind wurde sie ständig als Schokoladenkeks genannt. Das Internet hat ihr geholfen, sich selbst zu akzeptieren. Es stellte sich nämlich heraus, dass nicht alle Menschen so gemein sind wie ihre Klassenkameraden. Jetzt denkt Evita sogar darüber nach, am Miss Universe-Wettbewerb teilzunehmen und wir wünschen ihr viel Erfolg. Krass, was es aber für Sachen gibt auf der Welt, ne? Heftig! Crazy. Wie kommt sowas zustande? Das würde mich interessieren. Sehr, sehr interesting. Krass, Mann. Krass. Irgendeine Pigmentstörung wahrscheinlich. Gut, ich finde auch wieder ganz wichtiger Clip. So lang wie der geht. Es stellte sich heraus, dass es Däumelinchen wirklich gibt. Diese Frau sieht aus wie ein Kind, hat aber ein durchaus erwachsenes Gesicht. Und das aus einem guten Grund. Die Chinesin wird nämlich bald 20 Jahre alt. Oh mein Gott! Das liegt an der Achondroplasie, einer unheilbaren Erbkrankheit. Aus diesem Grund konnte sie zum Beispiel nicht wie alle anderen Kinder zur Schule gehen. Dafür hat sie aber viele Online-Fans. Bro, ist das crazy. Das ist doch wie Haschbula oder so. Der ist doch auch 20, 30 oder sowas. Christine und so mini-klein. Oliveras ist ein Vorbild für ihre 70.000 Abonnenten auf TikTok. Sie leidet an Neurofibromatose, einer weit verbreiteten Erbkrankheit, ist aber überhaupt nicht kamerascheu und hilft dazu auch noch anderen Menschen, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Krass. Einige Videos der erfolgreichen Beauty-Bloggerin Lili Lo lassen es nicht einmal erahnen, dass sie sich irgendwie von anderen unterscheidet. Sie hat viele Follower und trägt immer ein cooles Make-up. Lol. Dabei leidet sie an einer sehr seltenen Ich schwöre, bei diesem ersten Video, ich habe nichts erkannt, nichts, kein Unterschied, irgendwas sonstiges. Genetischen Störung namens Albright-Syndrom. Bei dieser Krankheit wird das Knochengewebe im menschlichen Körper durch Bindegewebe ersetzt, was zu einer verkrümmten Wirbelsäule, Asymmetrie des Körpers und des Gesichts führt. Bis zu ihrem 7. Lebensjahr war sie allerdings ein gewöhnliches Kind, sodass es für sie nicht leicht war, sich an ihre neue Identität zu gewöhnen. Sie hielt es aber durch und beschloss, nach ihrem Schulabschluss sich als Bloggerin zu versuchen. Und sie hat es geschafft. Und zwar ausgerechnet dank ihrer Hater. Jemand hat eines ihrer Videos mit einem beleidigenden Kommentar auf einem Forum veröffentlicht. Doch anstatt diese Person zu unterstützen, abonnierten die meisten ihren Kanal. Gerechtigkeit existiert.
Jede Besonderheit kann man sich zum Vorteil machen. Das hat dieser Typ mit dem seltenen Mafucci-Syndrom bewiesen. Anstatt sich über seine kleine Größe und seine kurzen Beine zu beschweren, beschloss er einfach, coole Turnschuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Sie sehen sogar noch besser als die Easy Boost von Adidas aus. Und das Beste daran ist, dass solche Schuhe niemand außer ihm hat. Darüber hinaus eignen sie sich auch noch zum Golfspielen. Boah, das ist ja heftig, wenn er seine Schuhe auszieht, ist einfach ein Bein viel kürzer als das andere. Krass, Bro. Ja, heftig. Während einige von Geburt an anders sind als alle anderen, entschieden sich andere freiwillig, sich von der Masse abzuheben. Das ist echt heftig. Wie dieser wilde Tätowierer. Also, ey, wirklich jedem das seine, aber das finde ich schon echt krass, Alter. Das müssen die doch machen, um andere Leute Angst einzujagen, oder? Weil das sieht schon echt krass aus, Mann. Aus Brasilien. Der Mann nennt sich als Teufel und tut wirklich alles, um so auszusehen. Er hat sich bereits sein ganzes Gesicht tätowiert, ließ sich Implantate einsetzen, einen Teil seiner Nase abschneiden und sogar den Daumen an seiner linken Hand entfernen. Bedeutet das also, dass seine Kunden einen Pakt mit dem Teufel schließen? Der macht mir echt Angst. Julien kommt aus Kamerun und hat es seit ihrer Kindheit nicht leicht. Sie wurde sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen ausgegrenzt. Ihre Mutter erzählt, dass einige Einheimische sie wegen ihrer ungewöhnlichen Beine als Hexe bezeichneten und Angst hatten, sich von ihr anzustecken. Plötzlich ist aber eine Wohltätigkeitsorganisation auf Juliens Geschichte aufmerksam geworden und bot ihr eine kostenlose Operation an, von der sie nicht einmal träumen konnte. Cool. Jetzt hat das Mädchen ein ganz neues Leben und jetzt ist es einfach nicht möglich, sie ohne ein Lächeln im Gesicht anzusehen. Geil, sei ihr gegönnt. Im Gegensatz zu dem verzweifelten Kerl aus Brasilien wollte dieser Teenager Mohammad Kalim aus Indien nicht als der Sohn des Teufels genannt werden. Doch wegen der ungewöhnlichen Form und Größe seiner Hände bekam er von seinen das ist kein Fake. Seine Hände jagten Menschen lange Zeit solch eine große Angst ein, dass der Junge lange Zeit nicht einmal zur Schule gehen konnte. Trotz aller Schwierigkeiten kümmert sich Mohammad unter anderem auch um seine Zukunft. Ich glaube, der kann seine Finger und so nicht steuern, ne? Ich glaube, der kann die nicht biegen und so. Guck mal, weil die immer so gerade sind. Und scheint ein talentierter Blogger zu sein. Seine 100.000 Abonnenten auf Instagram bestätigen es. Man sagt, dass die Welt dringend eine neue Art von Popstars braucht. Von perfekten Stars haben alle schon genug. Nun, wenn das der Fall ist, dann eignet sich diese Frau perfekt dafür. Jede andere Frau würde an ihrer Stelle nicht das Haus verlassen. Schließlich sieht sie ganz anders als andere aus. Diese 40-jährige Chinesin beschloss nicht nur, sich ihrem Hobby zu widmen, sondern auch noch für andere Menschen aufzutreten. Und das Publikum scheint sie einfach zu lieben. Nein, geil. Das ist kein Cosplay von Conchita Wurst. Das ist ihr echter Bart, der aufgrund eines hormonellen Ungleichgewichts entstanden ist. Einige Jahre lang hat sich Hana und Kara furchtbar dafür geschämt und hat sich deshalb die Haare rasiert und blondiert. Jetzt ist sie aber sogar noch stolz darauf und ist regelmäßiger Gast zahlreicher TV-Sendungen und Model vieler Modelagenturen. Wow! Wenn du immer noch nicht daran glaubst, dass man etwas erreichen kann, Gott. Wenn man also nicht böse gemeint, aber ich dachte, das wäre ein Mann am Anfang, will, dann ne? ist hier ein weiterer Beweis dafür. Die Kalifornierin Kanya Sessa wusste seit der Highschool, dass sie Model werden möchte. Es gab allerdings ein Problem. Sie wurde ohne Beine geboren. Sie nahm aber dennoch an zahlreichen Castings verschiedener Unternehmen teil, auch wenn sie sich weigerten, mit ihr zusammenzuarbeiten. Eines Tages bekam sie aber ein Angebot von einer Dessous-Marke und verdient jetzt über $1000 an einem Drehtag. Nice! Gönnung! Maximal gegönnt. Ey, Ladies and Gentlemen, ein sehr geiles Video, Mann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Waren echt sehr, sehr krasse Personen und absolut Props für das, was die durchleben und die durchmachen. Ey, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich küsse euch herzlich und sage, wir sehen uns morgen wieder. Okay, ich muss los. Auf jeden Fall. Komm jetzt, schalt ab, jetzt Bruder, jetzt vorbei, komm.